Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Tyranny. Wir haben eben ein neues Sigil gelernt, wodurch Landry jetzt ordentlich weiter zaubern kann. Alles gut. I'll stay downwind of our enemies. So. Wir machen jetzt die übliche Taktik. Das heißt, Landry bufft uns die Defensive. So, alle aus dem Schleichen raus, bitte. Welche Ziele haben die hohe Priorität? Wir haben hier... Oh Gott. Wir haben einen Weisen. Auf den versuchen wir uns zu stürzen und zu konzentrieren. So, du machst das auf ihn. Barrack läuft erstmal einfach vor und versucht, Leute an sich zu binden. Landry, tut schon. Also, Landry, du könntest mal natürlich den... Ach, man kann sogar mehrere damit treffen. Das ist ja cool. Dann machen wir das einfach mal, weil das kann. Wie? Er kann das gerade nicht. Jetzt sollte es kein Thema mehr sein, oder? Okay, das sah cool aus, aber der Gegner hat sich teleportiert. Was für eine Scheiße. Barrack taunten. Und wir hier machen auf jeden Fall erstmal den Magier fertig. Was hat sie hier? Vergiftet, ist ja eine Scheiße. Steht gerade auf Haltung suchende Scheide, das ist gut. Er hier verpasst ihr mal eine verbesserte Rüstung durch das. Diese heilt auch noch ein bisschen mal ein bisschen. Okay, Level up. Das ist schon mal praktisch. Komm, Stärke. Speicher natürlich. Mehr Schaden. Gewaltiger Hieb. Erhöht den Schaden von kritischen Treffern. Hm. Kopfschlag. Das hatten wir eigentlich alles hier schon. Und Schwäche offenlegen. Ist dem Schleichen auch Blödsinn. Stoß könnte ich mal verbessern. Oder ich sorge einfach dafür, dass ich... Ja komm, ich mache erstmal hier das weiter. Zweihandwaffen können. Gibt nichts Besseres. Der Rest ist fröhlich. Na, mehr oder weniger. I will aid you. Landry heilt sich jetzt erstmal. Selbst wenn es geht. Nein, du sollst nicht... Nein, du machst das hier nicht. Ich wollte doch... jetzt macht er das. Was brachte das jetzt nochmal genau? Schnell durch einen Schub heilende Energie. Der Energieschub ist so belebend, dass der Schicksalsbinder auch für kurze Zeit schnell agieren kann. Ja gut, an sich ist es auch nicht schlecht. Kombo unterbrochen. Na komm. Schmeiß dir gleich meinen Heiltrank rein. Du hier auch. Und du hier tust, was du am besten kannst. So, er hier jetzt. Erstmal verhindern, dass dieser verdammte Magier sich wieder heilt. So, der Magier ist hin. Der nervigste Charakter ist also weg. So. Kümmern wir uns um den und Barrack. Du erledigst den da vorne. Was gäbe es hier eigentlich? Na, für weitere Begegnungen bewahren wir uns das lieber auf. Pay attention, kids. You might learn something. Ach, der ist festgewurzelt. Naja, hau einfach weiter drauf. Ist das Ink? No, wait, it's blood. Barrack taunte den. Und du hier kannst dich jetzt mal wieder heilen.
das kam gerade rechtzeitig. Von wie schafft es jemand, mehrere Speere gleichzeitig zu werfen? Das muss man mir auch mal erklären. Probier mal ihn hier jetzt zu treffen mit dem Ding. Der Rest prügelt weiter. Erstmal fröhlich weiter. Umhauen, definitiv. So gut es geht. So, jetzt haben wir den Fernkämpfer im Nahkampf, der kann nicht mehr viel machen. So, getötet er, der seine Fähigkeit einsetzen konnte. Bitte sag mir, dass keiner Wunden hat. Nein, 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 super. Hier geht's augenscheinlich weiter. Was haben wir hier? Zwei Topase. Und da unten eine Barrikade. Aber manche Kämpfe sind dann doch härter als gedacht. Okay, wir sind da. Ach, App, oder? Aha, Tarkus Ahri. Friedensbinder, du stehst der feindlichen Vorhut vor. Die Wege von Kairos sind wahrlich mysteriös. Ich hoffe, dass du nicht gekommen bist, um noch einen Waffenstillstand auszuhandeln. Wir haben genug geredet, aber ein bisschen Kampfkraft haben wir für dich noch übrig. Vor dir steht Hauptmann Tarkus Ahri, die faktische Anführerin der schrumpfenden Vendrin-Wache. Sie ist klein, sonnenverbrannt und selbst im Stillstand unruhig. Ihr Körper wirkt wie eine kompakte Skulptur aus Muskeln und Knochen. Aufgrund zahlreicher Narben und anderer Spuren des Kampfes um Leben und Tod wirkt ihr Gesicht nicht sonderlich symmetrisch. Eure Leben aber werden sicherlich hier in der Himmelfahrtshalle enden. Sie gluckst und deutet nach oben zur Decke, deren Steinbögen irgendwie das gewaltige Gewicht des Turms tragen. Du kannst dich glücklich schätzen, denn hier in dieser geheiligten Halle starben einige der besten Herrscher von Apex im Duell. Zur Beilegung einer unlösbaren Fehde gibt es wahrlich keinen besseren Ort. Schwestern, Brüder, Ahri schaut mit ernstem Nicken zu den Soldaten zurück. Euch zu führen war mir ein Privileg und die letzten Tage mit euch zu teilen eine Ehre. Sie atmet tief ein und wendet sich dir zu und wartet schweigend. Was können wir sagen? Was hofftet ihr mit eurer Rebellion zu erreichen? Anscheinend hat euer Aufstand nicht mehr als tote Angehörige eingebracht. Irgendwelche letzten Worte? Mit Athletik die Waffe bedrohlich schwenken, ihr hattet so viele Chancen, euch zu ergeben. Ich habe den Befehl, euren Tod so qualvoll und langsam wie möglich zu gestalten. Mit Wissen könnten wir was anderes noch sagen und mit List? Blöffen? Ich bin nur das erste deiner Probleme. Der Chor und die Geschmähten sind direkt hinter mir. Und das Einzige, das sie gemeinsam haben, ist der Hass auf euch. Oder einfach angreifen. Erstmal, was hofftet ihr mit eurer Rebellion zu erreichen? Nichts. Nichts, das wir nicht schon erlangt hätten. Unser Stolz, unsere Würde. Diese Dinge kann uns niemand mehr nehmen. Sie lächelt und schaut für einen Augenblick in die Ferne. Die Vendrin-Wache konnte niemals allen von Kairos Truppen standhalten. Aber wir zeigen anderen, wie man Widerstand leistet. Vielleicht gehen euch ja die Soldaten aus, bevor unsere Sturheit erlahmt. Aber ich bezweifle es. Was können wir sagen? Du benutzt Kairos Währung doch schon, also sprich auch die Sprache. Militärische Kontrolle ist reine Formalität. Oder du willst dein gesamtes Reich für deinen Stolz in den Tod schicken. Ich glaube, das ist eher passend. Und du willst uns töten, weil wir uns nicht vor deinem Banner verbeugen. Ich werde mir doch von einem unterwürfigen Rüpel nichts über Stolz erzählen lassen. Klingt danach, als könntest du noch etwas über Bescheidenheit lernen. Wie gut, dass du dich nicht ergibst. Wärst du eine Rekrutin, würde ich dich zu Tode peitschen.
Anscheinend hat euch euer Aufstand nicht mehr als tote Angehörige eingebracht. Und was hat euch die Eroberung von Vendrins Brunnen gekostet? Wie viele Leichen der Geschmähten rosten im Tal vor sich hin? Und wie viele Chormänner fielen unseren Klingen zum Opfer? Wie läuft die endlose Schlacht um das Klingengrab, während ihr euch hier um uns kümmert? Ari lacht und zuckt zusammen, während sie sich die Seite hält. Und sag mir, machen die Archonten angesichts des Sieges gemeinsame Sache? Haben sich die Armeen über unseren Leichen in Kameradschaft verbunden? Unser Widerstand hier ist nur das erste eurer Probleme. Woher wusstest du von der Fehde der Archonten? Wir sind hoffnungs-, aber nicht gedankenlos. Über unsere Augen und Ohren erfahren wir viel. Ari bedeckt ihren Mund und unterdrückt ein Lächeln. Ich werde glücklich im Wissen sterben, dass eure Invasion ein hässliches Ende nehmen wird, wenn sich die beiden Archonten über die Frage, wer nun Sieger ist, gegenseitig in Stücke reißen. Ich bedauere nur, dass ich nicht sehen werde, welcher Kindkönig sich letztlich durchsetzt. Wenn du unbedingt meine Klinge schmecken willst, dann hör auf zu plappern und komm her. Oder fehlt dir etwa der Mumm dazu? Ich probier's einfach mal mit Athletik. Vielleicht kann eine Drohung sie noch zur Aufgabe bewegen. Hättet so viele Chancen, euch zu ergeben. Ich habe den Befehl, euren Tod qualvoll und langsam zu machen. So qualvoll und langsam so wie möglich zu gestalten. Ausgerechnet Hipper verspreche ich mich wieder. Super. Du unterschätzt unsere Entschlossenheit, Schicksalsbinder. Die Frau Hauptmann sucht Ermutigung in den Augen der Soldaten, sieht aber nur Nervosität und auf der Stelle tretende Füße. Ein stiller Augenblick endet, als der Eidbrecher zum Ausgang rennt. Aidan läuft also schon weg und Lyra kriegt ein Level-Up. Feigling! Hauptmann Ari stampft wütend mit dem Stiefel auf den Boden. Egal, ein Soldat wird keinen Unterschied machen. Schwestern, Brüder! Ari schaut mit ernstem Nicken zu ihren Soldaten zurück. Euch zu führen war mir ein Privileg. Die letzten Tage mit euch zu teilen, eine Ehre. Sie atmet tief ein, wendet sich dir zu und wartet schweigend. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Ari beginnt zu grinsen. Sag Nerats Stimmen, dass wir ihm sehr für seine Hilfe danken. Ohne seine Unterstützung hätten wir es nicht so weit geschafft. Also Verräter im Chor, schon klar. Also Rekruten, die sich wieder der Wache angeschlossen haben und so ein Kram. Schätze ich mal. Look at that. So, sie kriegt ein Level ab, das ist gut. Präzision oder Geschwindigkeit ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Da. Nee, für Bögen. Bögen ist Präzision, aber auch Stärke wichtig. Aber insbesondere Ausweichen wird, glaube ich, über... Ja. Und sie braucht da einen entsprechend hohen Wert drin. Und Schnelligkeit zu reduziert Abklingzeiten ist auch gut. Kampfverstand. Wenn Lyra in der Gruppe ist, erhalten alle Gruppenmitglieder Bonuserfahrung für die Skills 2 Waffen, Bögen und Athletik. Durchdringe Pfeile. Bögen erhalten Rüstungsdurchdringen, geboren aus Blut und Feuer. Immunität gegen die Beeinträchtigungen brennend und blutend. Das ist hart. Improvisierte Angriffe. Erhöht die Genauigkeit und verringert den Erholungsmalus nach dem Wechsel des Waffensets. Ausweichend. Wenn der Ausweichen-Skill stärker ausgeprägt ist als der Parieren-Skill, benutzt sie im Nahkampf den Ausweichen-Skill. So. Lantry. Du buffst die Gruppe. Komplett. Leider, ich würde sagen, App machen wir als letzte. Für den Fall, dass wir sie danach doch noch benutzen können. Wer wichtig ist, dass der sterben muss, ist er hier. Beric tauntet fröhlich. Und wir stehen quasi schon mit im Nahkampf. Müssen wir ihm erst einen erledigen. So, Lantry zaubert fröhlich rum und versucht die ganze Zeit hier den Heiler zu unterbrechen und so ein Kram. Ja, Beric steht im Nahkampf, kommt da nicht groß weg. Aber wir kriegen es hin, hier ordentlich Gegner niederzumachen, so wie es aussieht. Ach, App kämpft mit. Ich weiß nicht, ob man bei der eine hohe Loyalität kriegen muss, damit sie sich einem anschließt oder sowas. Oder vielleicht macht sie es nach dem Kampf so oder so. Na toll, jetzt kommt da so ein Drecks. Jetzt Ding, was haben wir hier noch? Tod von oben, oder? Auf ein Ziel. Ja komm, warum nicht?
On my command. Und nutzen wir mal das. Zack. Ordentliche Trefferanzahl. Geisterhafte Trübe auf ihn. Ira schießt weiter da drauf. Er hier. Ja, okay. Barrick macht einfach, was er so kann. Wirkt auch nur auf einen. Ja, komm, passt. So, du greifst jetzt auch ihn hier an, dass wir dann endlich den Magier los sind. Wie gesagt, um App kümmern wir uns als Letzte für den Fall, dass sie, wenn sie als Letzte steht, sich ergibt oder sowas. Und stehen nicht mehr viele. Du erhöhst mal hier die Lebenskraft, weil App die ganze Zeit auf ihn schießt. Nee, App gibt nicht einfach so auf. Ich hatte gehofft, sie irgendwie in die Gruppe kriegen zu können, aber es sieht momentan ein bisschen kritisch aus. Ach, sie geht nur in die Knie, sie ist nicht tot. Das wird jetzt interessant. Okay, die Geschmähten haben wohl gewonnen. Ich glaube, das war jetzt gerade ein Level-Up von Barrick, dieser Spruch. Ihr wertlosen Mücken! Wir mögen zwar sterben, aber andere werden unserem Beispiel folgen. Erinnere dich an meine Worte. Der Hauptmann hustet Blut hoch. Du hast ihre Anführer bezwungen. Höchst beeindruckend. Erinnere mich daran, nie wieder die Fähigkeiten eines Schicksalsbinders zu unterschätzen. Was können wir sagen? Ich fühle mich geehrt, am Ruhm beteiligt gewesen zu sein. Dein Archont wird sich bestimmt freuen, dass ich deine Arbeit für dich erledigt habe. Oder... Bündnis verraten. Jetzt kommst du. Ich habe Blut vergossen, um die Himmelfahrtshalle zu erobern. Diesen Ort hier, den Turm, das Tal, alles gehört mir. Weg mit euch allen. Nee, das ist nicht unsere Art. Ich würde sagen, wir sagen das Erste. Ich fühle mich geehrt, am Ruhm beteiligt gewesen zu sein. Und deine Hilfe war auch noch ausschlaggebend. Graven Ash wird sich über deine Fähigkeiten und Tapferkeit schon bald einiges anhören müssen. Die Gruppe hat Darmstoß erhalten? Teil 3 oder was? Nee, egal. Das klingt überraschend hart. Nein, das darf ich auch nicht sagen. Das klingt sehr stark nach Analverkehr. Darmstoß. Nee, nicht gut. Da hat jemand bei der Übersetzung nicht nachgedacht. Das Gerassel und der Wahnsinn der Schlacht haben endlich ein Ende gefunden. Einen Augenblick lang herrscht in der Himmelfahrtshalle völlige Ruhe. Gunst. Bei allen Seiten, nur bei der Vendrien-Wache, nicht? Mögen sich die Pocken deine Kinder holen! Ari sinkt mit vor Verletzung und Erschöpfung zitterndem Körper in die Hocke. Mit diesem Eingeständnis der Niederlage beginnt das brennende Summen, das du seit Tagen in deinem Kopf gehört hast, im Nichts zu verklingen. Dein Verstand kehrt zu einer Ruhe zurück, die du seit der Verkündung des Edikts gegen Vendriens Brunnen nicht mehr gespürt hast. Ich beanspruche die Himmelfahrtshalle, auf dass wir frei vom Edikt sein mögen. Du spürst ein Ziehen in deiner Brust, als dich eine warme Energie zu umschließen beginnt. Und bevor es dir klar wird, fühlst du dich leichter als die Luft. Was ist denn jetzt bitte passiert? Jetzt bin ich verwirrt. Ist das die Spitze der Zitadelle?
Du blinzelst, um die letzten leuchtenden Spuren hinter deinen Augen loszuwerden. Das Gemäuer der Himmelfahrtshalle wird durch weiten, offenen Raum um dich herum ersetzt. Abgesehen von dem uralten Stein unter deinen Füßen. Starke Winde lassen dich fast dein Gleichgewicht verlieren. Die Luft ist kühl und dünn. Sie kann deine Lungen nicht befriedigen. Ist das... Lantry blickt zum Horizont, die Augen weit aufgerissen. Ja, das muss der Turm des Berges sein. Wann habe ich das letzte Mal? Lantry sieht zufällig über den Rand. Erschrocken, ob der gewaltigen Höhe tritt er einen Schritt weg. Ich glaube, mir wird schlecht. Da hat er wohl mit Höhenangst, aber ich würde sagen, hier ist ein guter Punkt für einen kleinen Schnitt. Und ja, jetzt wird es sehr interessant, was passiert mit den beiden und vor allem, wie sind wir hierher gekommen? Was ist auf einmal los? Ich habe keine Ahnung. Also dann, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß, das konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Schaut gerne auch mal auf dem Pen & Paper Kanal vorbei, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.